Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ja, wir haben jetzt schon den 6. Teil. Gerade hochgerechnet, wie viele Teile sind es denn schon wieder? 6 Teile. Man glaubt es gar nicht, wir haben gestern so viel erlebt, dass ihr das alles im 5. Teil gesehen habt. Das heißt, der war wieder ein bisschen länger. Mhm. Aber coole Stadt. Und heute haben wir auch noch ein bisschen was vor. Wir werden euch gleich mal den Regen hier zeigen, denn es ist richtig regnerisch gerade hier genau, im Cooler. Den istrianischen Regen. So. Der ist sehr besonders, aber wann sehen wir den? Nach dem Intro. Ihr seht schon richtig, wie dunkel es hier ist, deshalb, ja, dieser istrianische Regen ist sehr besonders. Der Wetterbericht sagt, es regnet oder soll regnen. Ja, es gibt ein Hin und Her gerade, was den Wetterbericht angeht. Also ich glaube, wir nehmen das so hin, wie es gerade ist und freuen uns, dass es so ist. Ja, genau. Gleich am Anfang, bevor der Tag so richtig losstartet, gefrühstückt haben wir ja schon, wird jetzt gebastelt. Stefan hat hier etwas mitgebracht, denn in Balu hinter uns, ist da genauso eine doofe Lampe verbaut, wie wir sie hatten, die überhaupt nicht springt? Ja, im Schrank, das ist halt, dann ist dann dauernd die Batterie leer und so weiter. Und wir haben gesagt, ach komm, wir bauen da jetzt eine vernünftige Lampe an und mit einem Magnetschalter und gut. Genau, das werden wir euch aber nicht zeigen, weil das ist, hat jetzt mit Urlaub zu tun. Nee, das habe ich auch schon bei uns ja mal gezeigt, also von daher ist genau das Gleiche. Also ich bin hier am Schneiden, jetzt fange ich an, erstmal Video, also Teil 4 fertig zu machen, dann Teil 5 fange ich an. Also es ist wieder viel, viel zu tun. Und dann zeigen wir euch hoffentlich eine richtig tolle Ecke nochmal von Pula. Für uns geht es jetzt Richtung Insel, also die andere Insel, der Halbinsel, wollen wir mal ein bisschen erkunden. Und vorher, theoretisch, wenn es ein bisschen Platz da drin gibt, in der Anmeldung, wollen wir nochmal nachhaken, denn angeblich könnte man hier Prozente ergattern. Ob wir Prozente, also nicht nur Aperol ergattern, werden wir euch gleich erzählen. Und sonst melden wir uns von da drüben, von der anderen Insel wieder und tja, mal gucken, ob es Miro noch schafft, eigentlich ein Käffchen zu trinken. Denn der will hier eigentlich sich mal so ein spezielles Coffee besorgen. Ich ahne schon, dass das nichts wird. Irgendwie aber, ahne ich das auch. Aber wir schauen einfach mal. So, und das sieht eigentlich ganz leer aus. Ich glaube, da sollten wir mal jetzt in die Rezeption gehen. Na dann los. So, an der Rezeption. War das schon mal erfolgreich? Wir haben zumindest die Pincamp-Card hinterlegt. Mhm. Denn dank dem Nachbarn, der uns gegenüberstand, der Nachgevater, wie das Schiff, was wir euch ja im letzten Teil gezeigt haben, Nachgevater, hat er uns nämlich das erzählt, dass er die Pincamp-Karte dahinterlegt hat und wohl bis zu 25% Rabatt bekommen hat. Ist ja unglaublich. Oh Gott, ich komme irgendwie ins Fernsehen hier. TV-Fernsehen, wie heißt das? Dieses Verkaufsding da. RTL-Gedöns, ne? Aha. TV-Shop hier. Ja, wir müssen mal gucken, was das Ganze dann kostet. Also morgen wissen wir im Endeffekt mehr. Ja. Und wenn es nur 15% sind, also allgemein heißt es wohl, so teuer ist es nicht. Wir haben es ja im letzten Video schon gesagt, beim Einkauf. Bis jetzt merken wir nicht den großen. Aber, das hat der nette Nachbar auch erzählt, es gibt hier Regionen, die nehmen es vom Lebendigen. Also es soll hier wohl Stellplätze hier in der Region geben, die dann auch 120 Euro die Nacht kosten. Ja, ihr habt richtig gehört. 120 Euro, also 120 Euros. Ja, das ist too much, sorry. Jetzt aber wo das ist, wissen wir nicht. Ja, das hat er auch gesagt, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Wir fahren da ja auch nicht hin. Genau. So. Vorher gucken, dann ist man auf der Nummer sicher. Jetzt habe ich gehört, dass Iris oder Uwe gerade Komoot angemacht haben, um uns den Weg zu zeigen. Was? Ja, ich kenne Komoot immer nur von Iris und Uwe. Ja, das heißt, Basti und Miro das auch haben, ist einer von den beiden jetzt Iris, der andere Uwe. Die können sich das ja noch selber entscheiden, wer ist. Sie gucken gerade sehr skeptisch, zumindest der eine von den beiden. Der andere hört sie, weil der läuft so weit weg. Also theoretisch können sich Miro für Iris entscheiden. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt Attacke irgendwo auf die Insel.
das war eine ganz schöne Tortur hier rauf. Aber es finde ich schon, generell hat es sich gelohnt, oder also, Marcel? Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Wir beiden Deppen haben nur eins nicht gemacht, oder wir vier Deppen. Ja, kein Wasser mitgenommen, wie blöd ja, sind wir wieder eigentlich. Das war richtig doof von uns, aber sonst richtig cooler Lost Place. Also das lohnt sich auf jeden Fall, mal diese Wanderung zu machen. Die gibt es ja bei Komoot. Müsst ihr mal suchen, wer das hat. Wir selber haben es ja nicht. Aber ich finde das schon cool. Du hättest das auch entdeckt, sage ich mal, wenn du vielleicht nicht Komoot hättest. Ja, schwierig, weil... Mit Maps zumindest hättest du gucken können von oben. Das wäre schon gegangen. Aber du brauchst für eine vernünftige Wanderung ist das, glaube ich, besser. Na Jungs, so, schon jetzt, Pause hier oder was? Jetzt geht's wieder wahrscheinlich runter oder wir gucken noch, was diese Festungsanlage so zu bieten hat. Ja, Miro und sagte noch zum Hauptfestungsgebäude. Na, gucken wir mal, würde ich sagen. Zum Schloss. Zum Schlösschen, genau. Also hier sind überall so Panzerhütten. Das finde ich auch ganz interessant. Denn da scheinen früher Panzer drin gewesen zu sein. Lagerhallen. Ja. Ja, es wäre aber schön. Wege gibt es halt hier auch, nicht? Stefan, es wäre echt schön, wenn das Vergangenheit wäre. Und nicht, wie wir es leider immer noch erleben, immer noch in der Gegenwart drin ist, ne? Also leider ja, das ist, leider gibt es Regionen, wo es ja auch noch. Und was uns gibt auch ärgert, da kann man gerade ein Bild einblenden, ist diese Umweltverschmutzung. Also teilweise hier, wenn man hier hochgeht, sieht man einiges. Man merkt, dass da diese Klippenspringer sind, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Klippenspringer das sind. Aber da ist halt auch Bade etc. Ja. Nein, ich wollte nur einfach nur sagen, da wo die ganzen Klippen sind. Leute, ihr müsst hier nicht hinkacken, sagen wir es mal auf Deutsch. Genau. Und das finde ich eklig. Und den Müll könnt ihr auch mitnehmen. Genau. So, jetzt haben wir genug geschimpft, jetzt gibt es wieder schöne Sachen zu sehen. Da sitzen wir. Ja, haben wir gedacht, na, jetzt werden wir bestimmt verhaftet. Im Specialty Coffee und müssen uns von einer richtig tollen Tour erstmal erholen. Genau, aber wir haben gedacht, wir werden jetzt tatsächlich verhaftet. Mal gucken, was passiert. Also ich nicht, weil der kam schon so raus, hat die Tür aufgemacht. Das sah nicht aus, als wenn er jetzt irgendwas wollte. Der hat Angst gehabt, da kommen vier Amerikaner aus Malibu. Die Trottels kommen wieder vom Militärgelände, kenne ich ja nicht anders. Also das hat, so sah der aus und hat sich völlig normal behandelt. Ja, also wir sind die Straße nämlich runter und wenn ihr die Straße rauf wollt, könnt ihr das, glaube ich, vergessen, würde ich jetzt mal sagen, denn das ist militärisches Gebiet. Also ich glaube nicht, dass man da hätte lang dürfen. Ich werde mir da nicht so sicher, weil ganz ehrlich... Aber raus ging, ja. Weil es ging rechts erst ins Militärgelände. Ich glaube, wenn du geradeaus weiterläufst, interessiert die dann nicht, weil das das Alte ist. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall bei Komoot findet ihr das Ding. Könnt ihr nachlaufen. Genau. Und dann auf jeden Fall hier einkehren. Und euch Wasser vorher mitnehmen. Ja, das wäre ganz clever gewesen. Ja. Aber hier sitzen halt vier Pfeifen. Wir sind auch über alle fertig, ne? Könnt ihr euch mal ja angucken. Gucken schon alle fertig. Naja, ihr kriegt ja noch eine Belohnung. Genau, wir werden jetzt uns noch was Leckeres hier genießen. Ich meinte das, dass ihr dann noch ins Mittelmeer springt. Achso, ja, das sowieso. Gut, dann werden wir jetzt uns auf unser Eis, auf unsere Cola, auf den Kaffee freuen. Und dann melden wir uns nachher nochmal wieder. Weil wir wollen heute ja noch hier essen gehen. Ja. Da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen, nachdem wir aus den spitzigen Klamotten dann irgendwann raus sind. Richtig. Machen wir. So, nach einem langen, langen Weg haben die Leute sich verdient, jetzt ins Wasser zu gehen. Und es ist schon ein bisschen rutschig, wie man ja hier sieht. Also
langsam heißt es reingehen. Ja, gut Wellen diesmal. Das war die anderen Tage nicht. Aber ich glaube, zur Abkühlung geht es. Ich muss leider verzichten. Mein Oberkörper sagt Nein dazu. Irgendwas vertrage ich wieder nicht mit dem Wasser. Aber naja, mein Gott. Ich war zweimal drinne und man genießt es einfach. Jetzt bin ich mal gespannt, wann es endlich mal reingeht. Ihr seht, es dauert ein bisschen, aber irgendwann ist man weg. Ach ja, das Baden war doch wieder schön. Und wir bewegen uns, nachdem du gebadet hast und ich wieder, muss ich überlegen, Teil 5 vorbereitet habe und dir wieder Hausaufgaben gegeben habe. Ja. Ja, suchen wir jetzt dieses Restaurant auf, um zu gucken, ob es da etwas überhaupt für mich zum Essen gibt. Denn was würde uns das bringen, da hinzugehen? Und dann sage ich, da mag ich ja gar nichts von. Ja, und wir wollen auch noch mal in den Laden, denn ich brauche auf jeden Fall noch eine Milch. Und, hast du ein Portemonnaie mit? Ja. Dann geht's, ja. Ansonsten habe ich auch Karte, also auf dem Handy. Genau, dann können wir das auf jeden Fall noch machen. Wie wichtig ist es, mal im Restaurant zu schauen. Ich hoffe nicht, dass man da reservieren muss oder so. Sonst müssen wir das auch noch prüfen. Ja, gucken wir mal einfach, ne? So, und sonst heißt es, würde ich heute entspannen und bald schon Abschied nehmen, auch wieder aus Kroatien. Also für euch, wir werden nicht weiter irgendwo in Kroatien umherfahren. Also nee. Istrien weiter besuchen. Nein, wir haben dann morgen Mittwoch. Das heißt, wir haben noch genau 5 Tage, um wieder bis nach Region Hannover zu kommen. Und da haben wir uns einfach gesagt, so jeden Tag ca. 300 Kilometer, wenn es gut geht. Und wir haben noch tolle Plätze. Einmal in Italien, wenn alles gut geht. Österreich besuchen wir nochmal und dann noch ein bisschen Deutschland. Obwohl wir Deutschland, kann sein, dass wir dann die Serie beenden. So genau weiß es natürlich jetzt noch nicht. Das sehen wir dann einfach spontan. So, jetzt gucken wir mal hier im Restaurant und dann werden wir euch nachher sagen, ob wir da hingehen oder nicht. Ja, was soll man sagen? So sind 4 Nächte schon wieder vorbei. So schnell geht das. Camping Stoja. Wichtig ist natürlich für euch zu wissen, was haben wir für 4 Nächte bezahlt. Mit der PIN-M-Card gab es ein bisschen mehr als 2 Euro Rabatt. Und insgesamt haben wir pro Tag 27,50 bezahlt. Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Also für Kroatien, ganz ehrlich, das ist hier nicht teurer. Zumindest hier nicht. Selbst für 29 Euro wäre das absolut in Ordnung. Top. Absolut. So, was natürlich Kritik ist, das zeige ich euch jetzt gerade mal, ist bei über 860 Stellplätzen eine einzige Entsorgungsstation. Das dauert dann ein bisschen. Ne? Leute, da könnt ihr ein bisschen mehr machen. In Wien gibt es für 120 Plätze, oder nee, 160 Plätze, 8 Entsorgungsstationen. Also ihr seht, wir können ein bisschen mehr. Sonst die große Frage, alle Fragen, wie hat es denn unseren Österreichern gefallen? Sehr gut. Prima. Rundum gut. Rundum gut. Also die Landschaft gut oder Campingplatz gut oder alles? Alles und Gesellschaft. Und Gesellschaft, vielen lieben Dank. Das können wir aber auch nur zurückgeben. Also, ich weiß gar nicht, mit welchen Leuten die unterwegs sind. Mit welchen Plätzen wart ihr nebenbei noch, wo wir nicht da waren? Gesellschaft. Ja, ein paar Tage müsst ihr uns noch aushalten. Ja, das sind wir gern bereit zu. Genau. Jetzt geht's für uns Richtung Italien. Mhm. Auf einen Platz, der sehr bekannt sein soll. Wir waren da noch nicht, das wollen wir jetzt erleben. Mhm. Das heißt, wir verabschieden uns von Kroatien und wissen auf jeden Fall eins. Wir kommen wieder. Und ich glaube für euch auch, ne?
da ist fleißiges Nicken. Fleißiges Nicken. Ja. Mit einem Mikrofon sagt man, dann macht man, dann nickt man. Genau. Die Gewohnheit. Die Gewohnheit. Ich glaube, ihr guckt gewisse YouTuber, die immer nicken. Ja, die gucken wir häufig. Gut, in diesem Sinne, jetzt geht's Abmarsch Richtung Italien. Bevor ihr jetzt die Fahrt nach Italien seht, noch ein ganz wichtiger Hinweis gleich am Anfang. Wir haben jetzt den Stellplatz in Stoja nicht vorgestellt. Das ist einfach ein Grund, es gibt genug Vorstellungen schon davon. Unter anderem Barbara und Frank haben den schon vorgestellt und. Deshalb sucht einfach mal danach. Wir haben den Link von Barbara und Frank auf jeden Fall unten mit reingepackt. Nutzt den und dann habt ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht zum Campingplatz. Und jetzt gibt es die Fahrt zu einem ganz besonderen Platz hier in Italien. This is a warning from the past. To make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done. Evaluating what your short life has become. You should know. You should know. Don't try to cover up your ways. In light of what you've seen so far, there are better ways. Conceptions down the drain. Cause this is your last chance. You should know. You should know. When you are ready, it will begin to glow.